Ja, hallo und willkommen bei iPropulsion. iPropulsion produziert und vertreibt Elektroaußenborder für Boote. Und wir wollen heute den neuen Spirit 1.0 Plus zeigen, der drei signifikante Verbesserungen mitbringt. Wir haben zum einen diesen Anschlussstecker zur Batterie, der früher Kunststoff war, jetzt durch eine sehr langlebige Metalllösung ersetzt. Diese Batterie hat 1276 Wattstunden im Vergleich zu 1018, den das vorherige Spirit-Modell hatte, hat damit also 25% mehr Reichweite. Das ist schon bekannt, dass diese Batterie sehr leicht zu entnehmen ist. Damit habe ich einen riesen Vorteil, zum Beispiel wenn ich den Motor auf einem Dinghy verwende und das dann hoch auf die Yacht geben muss. Und weiterer Vorteil dieser Batterie, die kann schwimmen. Das heißt, sollte die bei diesem Manöver über Bord gehen, habe ich überhaupt kein Problem. Mit der 48 Volt Fähigkeit haben wir jetzt auch den kleinsten, den Spirit, in die iPropulsion Produktfamilie integriert. Die anderen Motoren, die Navies, haben alle 48 Volt und somit können wir jetzt in Zukunft alle Batterietechnologie immer für 48 Volt weiterentwickeln. Der große Vorteil dieser Elektroantriebe insgesamt ist ja, der Spirit brüllt nicht und er stinkt nicht. Der Spirit hat mit dieser Batterie, mit 1276 Wattstunden, jetzt eine Reichweite von 1 Stunde und 15 Minuten Vollgas oder bei normalem Betrieb, und da würde ich ungefähr Halbgas ansetzen, 5 bis 6 Stunden. Ich kann für den Kunden, dem das nicht genügt, jederzeit auch eine Ersatzbatterie mitnehmen. Wir haben ja vorhin gesehen, das ist ganz leicht zu wechseln. Was jetzt neu noch dazu kommt, ist, dass ich statt der integrierten 48-Volt-Batterie auch externe 48-Volt-Batterien verwenden kann. Vor allem sehen wir den Vorteil darin, dass man sehr flexibel wird mit dem 48-Volt-System. Also ich kann zum Beispiel 4 12-Volt-Zellen, die ich vielleicht sowieso schon habe, zusammenschalten und damit 48 Volt erzeugen. Oder 2 24-Volt-LKW-Batterien, die es dann auch sehr preisgünstig gibt, also Bleibatterien, wie man es von früher schon kennt. Oder ein iPropulsion-Produkt dazu wählen, das dann von der Systemkommunikation her sehr elegant ist, weil die Batterie mit dem Motor kommuniziert. Der Motor jederzeit weiß, wie der Batteriestatus ist und so weiter. Also da schützen sich dann auch Systeme gegenseitig. Da gibt es Überwachungssensoren drin. Und wir haben jetzt also hier die neueste Generation auch dabei, die den Fortschritt in der Batterietechnologie auch dokumentiert. Im Vergleich zu früheren iPropulsion-Batterien ist jetzt hier auch der Preis pro Kilowattstunde fast die Hälfte. Das wissen wir, glaube ich, alle. Da entwickelt sich sehr viel im Batteriebereich und darauf können wir jetzt hier voll aufsetzen.